los geht's. Ich bin aufgeregt. Drei, zwei, eins und Start! Ja, nicht mehr ganz so frisch aus, ne? Auf 1, 15 auf 1! Klasse, Felix, super! Jetzt zeig dir mal, was kannst du! Jetzt geht was los! Oh, jetzt komm, sehr schön! Die letzten sechs gingen dann wieder, weil der Muskel irgendwie vorne dann wieder locker war. Ja. Und hast du gleich. Davor das so. Ich musste so fucking humpeln. Ja. Dann bin ich irgendwie einen 10er-Schritt gelaufen, dann bin ich gegangen. Dann bin ich mal wieder einen 10er-Schritt gelaufen, dann bin ich gegangen. Ey, du hast es fertig gemacht. Scheiß drauf, ey. Ja. Vierter, fünfter, so vierter? Vierter, glaube ich. Vierter. Ich glaube, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss zugeben, ich habe ein paar Selbstmitleidstränen vergossen. Bei Kilometer 31. Weil ich solche Schmerzen hatte. Mein Oberschenkel vorne links ist so dicht gewesen, dass ich zwischen Kilometer 20, 21 ungefähr und 36 immer wieder gehen musste, immer wieder die Krämpfe versuchen irgendwie rauszudehnen und boah, also da habe ich schon gedacht, okay, bei Kilometer 31, fuck, jetzt muss ich noch eine ganze Runde laufen, irgendwie 11 Kilometer noch rumkriegen und ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, okay, ich muss halt dann wirklich alles gehen und dann dauert es ja ewig. Und komischerweise ist dann bei Kilometer 36 der Krampf da vorne weggegangen und links und rechts gekommen, was aber dementsprechend so angenehm war, dass ich dann wieder ganz normal laufen konnte. Und dann habe ich wirklich es geschafft vom, ich glaube, ich hatte fast einen 6er Schnitt oder so, muss ich gehabt haben, zwischen 20 und 36. Und dann ist mir gelungen, wieder so 4,30 zu laufen. 9,24 insgesamt. Schwimmen war eigentlich ganz gut. Ich hatte so drei Leute vor mir, an den Füßen ich mich immer wieder hingehangen habe. Das hat gut geklappt. Bin so nach einer Stunde, zwei aus dem Wasser. Hat auch Spaß gemacht, war relativ kurzweilig. Rad muss ich schon zugeben, diese fünf Runden da oder viereinhalb Runden, das war schon, boah, war schon brutal für den Kopf. Ja, und dann, ich hatte 252, 253 Watt im Schnitt. Ich war halt unfassbar langsam. Das hat mich überrascht. Ich hatte irgendwie 35,5 km/h dann im Schnitt. Und ich hätte aber auch nicht schneller drücken können, weil dann hätte ich mehr Watt. Und nee, das hat alles gepasst. Das Gefühl hat schon gepasst. Aber es war halt langsam, wobei ich hatte das Gefühl, dass ich auch zu den Vorderen eigentlich jetzt nicht viel verloren habe.
ja, so die letzte Radrunde, die letzten 40 Kilometer waren dann schon auch zäh. Und ich habe so ein bisschen eben auch da die Muskulatur schon gemerkt, die dann im Laufen der Untergang war. Aber ja, nachdem ich mehrmals geflucht habe, mal laut, mal leise, habe ich es dann schließlich und endlich doch ins Ziel geschafft, was mich sehr freut. 9:24 in etwa, bin Vierter geworden. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte ja gesagt, wenn es top läuft, dann kann ich vielleicht unter 9 Stunden angehen, aber es kann auch viel schief gehen. Bisschen was ist halt schief gegangen. Zeigt ja auch, dass man einfach diese 180 Kilometer mit diesen wenigen langen Radfahrten, die ich jetzt gemacht habe, nicht ganz so gut verkraftet. Und das ist auch gut so. Also es hat mich unfassbar gefreut, wie viele Leute mich angefeuert haben heute wieder auf der Strecke. Ja, Susi und Lea waren auch mit dabei, auch das war schön. Und aber auch sonst viele Gesichter gesehen, viele Leute. Viele Leute, die geschrien haben, das war richtig geil. Vielen Dank an der Stelle, das hat mir auch gerade heute echt wahnsinnig weitergeholfen, weil ich nicht wollte, dass dann irgendwie jemand, ich wollte dann einfach ins Ziel kommen und ja. Finished! Jetzt setze ich mich dahin und ich weiß nicht, ob ich wieder aufstehen werde. Halt aber noch sehen. Hab's geschafft. Das ist die Ehrenrunde. Sag überall nochmal tschö und dann ab nach Hause. Los!